Guten Morgen, wir machen Sie jetzt gesund und fit, nämlich mit dem ersten Wiener Gesundheitstag steigt morgen in der Therme Wien und dazu begrüßt man hier im Studio Liz Görgel, brauchen wir nicht vorstellen, und von der Therme Wien der General Manager Florian Pertneder. Schönen guten Morgen an euch. Liz, der erste Gesundheitstag, was ist denn das? Was ist das? Das Ganze geht morgen um 16 Uhr los. Man kann natürlich auch schon vorher in die Therme gehen. Wir werden eine kurze Eröffnung machen und dann geht es schon um 16.30 Uhr mit der ersten Stunde los. Da werde ich ein paar Sachen zeigen. Mit dir? Mit mir. Ja. Und es geht von, also es wird das gesamte Konzept oder das ganze Programm, was dort so zum Vorfinden ist, vorgestellt, quasi von Aquafitness über Aquaspinning bis hin zu einem Krafttraining dann im Fitnessraum, weil es gibt ja dort auch ein super Fitnessstudio, und ich werde das Ganze machen, ein paar Ernährungstipps geben. Eine Station. Und meditieren werden wir auch noch. Na bitte, ein Wahnsinn. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, diesen einen Gesundheitstag in Wien jetzt zu machen? Ja, die Idee war folgende, also Gesundheit und das Bewusstsein für Wohlbefinden wird ja immer wichtiger. Und gleichzeitig ist ja die Therme Wien nicht nur die größte Stadttherme Europas, sondern wir sind ja auch stolzes Ressort der Pharmed Vitality World. Und die Pharmed steht nicht nur in Wien für Gesundheitskompetenz, sondern weltweit. Und jetzt haben wir als Therme Wien gesagt, wir wollen eine Art Leistungsschau machen und wollen einfach zeigen, was wir den Gästen alles bieten können, was ja von einer physikalischen Therapie über ein Fitnessstudio bis hin zur klassischen Tagestherme reicht. Und da haben wir gesagt, mit der Liz gemeinsam zeigen wir das her und lassen die Gäste das erleben an einem, und nämlich dem ersten Wiener Gesundheitstag. Und muss man schwimmen können, wenn man hingeht? Unsere Becken sind so 1,35 tief. Wir haben nur ein 4-Meter Becken, also man kann da gemütlich also drinnen stehen. Problem, es kann jeder hingehen. Ganz genau. Und das wenn der heute sich nicht traut, nimmt Schwimmflügel. Und ganz genau, überhaupt kein Thema. Wir haben einen Schwimmtrainer, der kann sogar bei uns lernen. Also super. Da geht keiner unter. Nein, da geht keiner unter. Und Aquaswim mit der Liz, das wäre es für dich? Ja, überleg noch. Nein, es ist so, die Liz war Weltmeisterin. Ja? So Frauen sind an und für sich manchmal gefährlich. Aber wenn sie so gut sind, ja, da muss ich immer schauen, dass sie nicht das hundertprozentig Vollgas gibt, sondern nur ein bisschen. Aber das kannst du dosieren. Mittlerweile kann ich das. Ich bin ja jetzt auch fertige Konditionstrainerin. Ich habe vor kurzem meine Ausbildung fertig gemacht. Und natürlich geht es darum, dass man den Athleten oder den Kunden dort abholt, wo er gerade ist. Und genau um das geht es auch morgen. Es ist für alle Levels was dabei. Es geht nur darum, wirklich zu inspirieren und vielleicht auch Ideen aufzuzeigen, was kann man denn eigentlich alles machen fürs eigene Wohlbefinden und für die Gesundheit. Und vor allem soll es dann einfach einen Spaß machen. Wenn ich jetzt dann morgen mit dir einen Kurs mache und mir denke, ja, das taugt mir, ich würde gerne weitermachen mit dir, gibt es da auch eine Möglichkeit oder ist das nur morgen eine einmalige Angelegenheit? Es ist jetzt einmal für morgen wirklich allgemein so eine Vorstellung. Und ansonsten ist es bei mir so, ich mache sehr viele Vorträge und Workshops, also auch mit Firmen. Mich privat zu buchen, so weit habe ich noch gar nicht angedacht. Ich gehe eher in die Richtung, dass ich wirklich eine breite Masse ansprechen möchte, weil es mir wirklich vom Herzen um das geht, dass man wieder das Bewusstsein für die Gesundheit, fürs Wohlbefinden und wie das eigentlich zusammenhängt, dass ich das transportiere. Ja, wir leben jetzt gerade in einer Zeit, wo ja wirklich ganz viele Leute ins Fitnesscenter gehen, wo ganz viele Menschen was für ihre Gesundheit tun. Hast du noch immer das Gefühl, das Umdenken war noch nicht da, oder hast du schon das Gefühl, es ist schon verankert in der Gesellschaft, dass man was tut für sich? Es ist, glaube ich, schon verankert. Es ist nur meiner Meinung nach ein Überangebot da. Es gibt sehr viel auch im Internet, was kursiert. Die Frage ist immer, was passt für den jeweiligen, für das jeweilige Level. Es gibt wirklich irrsinnig viel, nur es ist ein Problem, wenn ich das Falsche mache. Dann kann es zu Überbelastungen kommen oder es ist sogar zu wenig Reiz, dass dort vom Training noch nichts weitergeht. Das heißt, es wäre dann schon nicht schlecht, zu kompetentem Personal zu gehen und sich da vernünftig beraten zu lassen. Ähnlich wie beim Golf, wenn ich Golfen lernen will, kriegt man auch die Empfehlung, mit einem Pro das anzufangen. Also du redest faktisch von YouTube-Tutorials ab, sagst eher doch zum Personal Fitness Coach gehen. Ja, also ich würde sagen, und das ist generell ein Problem in unserer Branche, dass im Grunde genommen jeder Trainer sein kann. Da brauchst du nicht wirklich eine breite Ausbildung. Grundsätzlich, ich habe eine lange Ausbildung jetzt gemacht. Und es geht natürlich um Qualitätssicherung. Und je besser die Trainer ausgebildet sind, desto mehr kann ich am Kunden dann auch weiterbringen. Die Qualität von der Liz gibt es eben dann morgen beim ersten Wiener Gesundheitstag. In der Therme Wien
Ist das relativ rasch voll? Also wenn man da mitmachen will, hast du das Gefühl, gleich um 16 Uhr wegen Öffnung geschlossen? Oder kommen wir da noch locker am Feierabend rein? Wir haben so eine Wohlfühlgrenze eingezogen, damit sich jeder, der bei uns ist, auch noch wohlfühlt bei dem ganzen Angebot. Und die ist bei 2200 Personen. Das haben wir jetzt auch im Vorfeld so kommuniziert. Wir gehen in ein komplett neues Angebot mit diesem ersten Wiener Gesundheitstag. Wissen jetzt auch noch nicht, wie viele Leute das wirklich morgen in Anspruch nehmen werden. Wir sind vorbereitet und freuen uns wirklich auf alle, die das gemeinsam mit uns erleben wollen. Gibt es eine Altersgrenze oder? Gar nicht. Wurscht. Von 0 bis 110. Kann kommen. Ganz genau. So muss es. Habt ihr Sorge gemacht? Dankeschön. Vielleicht schauen wir morgen vorbei, der Edi und ich. Und noch einmal die Eckdaten für Sie. Morgen 16 bis 22 Uhr in der Therme Wien, der erste Wiener Gesundheitstag. Aber Sie können natürlich auch schon vor 16 Uhr in die Therme Wien kommen. Danke für euren Besuch im Studio. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück.